Willkommen zu einem Video. Heute nehme ich ein etwas anderes Video auf. Und zwar werde ich euch zeigen, wie man eine Minecraft-Welt oder Minecraft-Server zum Abstürzen bringt. Mit einer ganz leichten Crasher-Maschine. Macht es am besten bei euren Freunden. Aber fuckt sie nicht zu doll damit ab, weil das könnte halt auch sein, dass dass der Server oder die Welt dann eventuell weg ist. Ja, und macht, wie gesagt, dann auf eure eigene Sicherheit, ob ihr es dann macht, diesen Streich, diesen Prank, ja. Ich mache es jetzt in einer Tutorial-Welt und also Cookie und Lukas haben mir das gesagt, wie das funktioniert, und hab damit schon versucht, meinen eigenen Server zum Crashen zu bringen. Hat auch funktioniert, und ja, ich zeige euch am besten jetzt, wie man das baut. Also, als erstes braucht man einen beliebigen Baublock. Welcher, das ist völlig egal. Ich nehme jetzt einfach mal Stein. Das ist nicht, obwohl. Was nehmen wir? Muss ja nicht unbedingt schön sein. Ich nehme jetzt einfach mal Endziegel. Dann baut ihr drei nach oben. So dass es so aussieht. Und dann baut ihr 1, 2, 3 Blöcke nochmal nach drüben. So, und dann nehmt ihr euch also entweder ein Pisten oder Sticky Pisten, das ist egal. Dann nehmt ihr euch einen, platziert ihn hier an der Stelle. Dann nehmt ihr euch eine Tür. Welche, das ist, denke ich mal, egal. Eisentür habe ich noch nicht probiert. Ich nehme jetzt einfach mal die gute alte Eichentür. Eichenholztür. Die platziert ihr genau an dieser Stelle. Den Block könnt ihr wegnehmen, müsst ihr aber nicht. Und dann fehlt nur noch ein Item, und zwar ein Knopf. Welcher Knopf ist egal. Den platziert ihr genau dort, so dass das Ganze so aussieht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr einfach nur diesen Knopf drücken und schon ist alles weg. Ja? Ich zeige das am besten mal. Ich droppe jetzt einfach mal ein paar Blöcke. Die kann ich gleich nicht mehr aufsammeln. Ja? Passt mal auf. Ich drücke jetzt. Und wie gesagt, die beiden sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Cookie und Lukas. Ja. Und meine Welt wird sich gleich nicht wieder blicken lassen. So, habt ihr es gesehen? Jetzt ist der Block weggeploppt. Ich kann die ganz normal noch abbauen und so. Und jetzt seht ihr auch, der Block schwebt in der Luft. Also der Knopf. Ich kann auch durchfallen, ja. Und seht ihr, ich laufe hier drüber. Ich kann die Blöcke nicht mehr aufsammeln. Also probiert es selber aus. Es funktioniert wirklich. Es ist kein Fake. Ich kann halt auch noch Blöcke abbauen und so. Aber alles klar, der Block ist jetzt endgültig weg. Aber ich kann, wie gesagt, nichts mehr in der Welt machen. Also quasi, ich sag's mal so, wären jetzt hier noch andere Spieler drauf gewesen, die wären gekickt worden. Und ich wäre halt quasi, meine PlayStation wäre ausgegangen. Ja. Den anderen wäre dann halt nichts passiert. Und ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Das meinte ich damit. Das würde passieren. Gut, dass ich das Video noch nicht ausgemacht habe. Das würde passieren. Und ja, dann drückt ihr einfach auf OK. Oder, also, wenn ihr es dann speichern wollt, drückt ihr, also wenn ihr es nicht speichern wollt, drückt ihr auf Abbrechen. Wenn ihr es speichern wollt, drückt ihr auf OK. Ich speichere das Ganze jetzt nicht. Und das steht, dass ich die ganze Zeit Spiel verlassen. Das Ganze dauert ungefähr 5 bis 10 Stunden, bis das Ganze dort sich aufgelöst hat. Aber ihr könnt auch in der Zeit das Spiel verlassen. Wenn ihr es nicht tut, und dann sitzen eure Freunde da drin auch noch in diesem Bereich. Und die können entweder nur die PlayStation ausmachen. Mehr können sie nicht machen. Ja, das heißt, wenn ihr dann rausgeht, ob jetzt PlayStation aus oder Spiel verlassen, dann in dem Falle fliegen dann halt auch eure Freunde dann raus. Ja, ja, das war mit dem Video. Ich gucke jetzt, wie gesagt, mal YouTube. Ja, ich glaube, ich muss die ganze PlayStation neu starten, wenn ich mir nicht tausche. Ja, und lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.